Rot, Gelb, Grün, das können alle CO2-Ampeln. Aber was diese CO2-Ampel so besonders macht und worauf Sie beim Kauf von CO2-Ampeln zu achten haben, das zeige ich Ihnen in diesem Unboxing-Video. In diesem Karton ist alles drin, was Sie brauchen für die Plug-and-Play-Installation von DeosSAM. Einfach auspacken, auf den Tisch stellen, anschließen und die CO2-Raumluftampel ist fertig. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Als erstes, wenn man DeosSAM in die Hand nimmt, fällt auf, dass es so groß ist wie ein Eishockey-Puck, ca. 10 cm im Durchmesser, 4 cm hoch. Und es hat ein sehr, sehr massives Metallgehäuse, wie man hört und wie man sieht. Und zudem ein sehr, sehr edles Design und ja, gefällt. Sehr handschmeichelnd sozusagen, wenn man es in die Hand nimmt. Die Installation von DeosSAM ist super einfach. Einfach das Gerät aus dem Karton nehmen, mit dem Netzteil und dem USB-Kabel verbinden und schon ist das Gerät einsatzfähig. DeosSAM zeigt Ihnen durch die LEDs, wie die CO2-Konzentration im Raum ist. Im Moment ist sie sehr, sehr gut. Wir haben hier nur zwei Leuchtdioden, die uns signalisieren, alles im grünen Bereich. Ich mache mal den Atemtest, um Ihnen zu zeigen, wie die CO2-Ampel anschlägt. Dafür puste ich einfach mal ein bisschen hier in die Lüftungsschlitze und wir sehen, dass die CO2-Ampel so langsam steigt zu einem kritischen Wert. Wir sind jetzt gerade im gelben Bereich und dann haben wir gleich den roten Bereich und jetzt hören wir auch schon den akustischen Alarm. So ist einfach DeosSAM Plug and Play auf dem Tisch oder an der Wand zu montieren und zeigt, wann gelüftet werden soll und auch natürlich, wie lange gelüftet werden soll. Und der Vorteil dadurch ist natürlich, dass die Fenster nur dann geöffnet werden, wenn es wirklich notwendig ist und auch nur so lange geöffnet werden, wie sie notwendig sind. Das Besondere an DeosSAM ist die LoRaWAN-Funkvernetzung. Denn kabellos können Sie alle Daten dieses Multisensors wie CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt in die DeosSAM Cloud abspeichern. Auf die Daten, die dort in der DeosSAM Cloud abgespeichert sind, greift zum Beispiel auch die Raumluft-App zu. Und so kriegen Sie in Echtzeit eine Alarmierung aller Räume, für die Sie zuständig sind. Das Wunderschöne an dieser App ist eben halt auch der stille Alarm. Denn wenn Sie den Unterricht führen und die CO2-Konzentration steigt, dann wird der Unterricht nicht sofort gestört und Sie können das Lüften noch ein Minütchen rauszögern. Der zweite Vorteil der Cloud-Speicherung ist auch das individuelle Reporting. Denn Sie können per Standardbrowser jeden Raum und jedes Gerät anklicken, sehen den CO2-Verlauf und können eben halt so einen Report ausdrucken und nachweisen, dass Sie optimal gelüftet haben. DeosSAM ist sinnvoll in Kitas, Schulen oder Bürogebäuden oder überall da, wo Menschen zusammenkommen. Und nicht nur zu Corona-Zeiten. Und zum Schluss noch drei Punkte, die Sie beim Kauf einer CO2-Ampel zu beachten haben. Erstens, achten Sie auf eine echte CO2-Messung. Ansonsten haben Sie Fehlalarme. Zweitens, achten Sie auf eine solide Bauweise und einen flexiblen Einsatz, sodass Sie das Gerät in einen Pool einsetzen können, auch mit einem Netzkabel oder mit einer Powerbank einsetzen können. Und drittens, achten Sie auf sinnvolle Zusatzfunktionen, die Sie für Ihr Geld eben halt auch bekommen, wie LoRaWAN-Vernetzung bei DeosSAM und die Möglichkeit, Daten in die Cloud zu speichern und per App oder am Standardbrowser wieder rauszuholen und ein Reporting zu fahren, sodass Sie Ihre Nachweispflicht nachkommen und auch dokumentieren können, dass Sie ordentlich gelüftet haben.